Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Planet Crafter. Servus! Wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession und ja, in einem neuen Update. Gestern kam am 16.10. das neue Update von The Planet Crafter Lore und Automatics. Das umfasst, dass es hier ein paar neue Geräte gibt. Das umfasst aber auch, dass es jetzt eine Lore, also eine Story gibt, einen Hintergrund. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich sitze quasi auf heißen Kohlen, hier alles Mögliche zu entdecken. Wir befinden uns mal wieder im Live-Let's Play auf Twitch. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, könnt ihr gerne auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Jetzt allerdings leider zu spät, deswegen nicht wundern, falls ich irgendwie mit dem Chat interagieren sollte. Auf jeden Fall wurde mir geraten, ich soll nicht dahin gehen, wo ich jetzt als erstes hingehen möchte, weil ich so neugierig bin. Ich werde aber einen kurzen Abstecher reinmachen. Wir haben einen Teleporter drin stehen und ich möchte auf jeden Fall mal kurz mit euch in die Superlegierungshöhle reingucken. Wir gucken nur mal kurz rein, was uns da, egal was uns da erwartet, wir gehen dann wieder da weg und starten unsere Expedition an einer anderen Stelle. Eigentlich hatten wir heute vor, Schmetterlingsverteiler zu bauen. Wie heißen die Dinger? Schmetterlingsverteiler? Heißen die Dinger Schmetterlingsverteiler? Die Dinger hier. Schmetterlingsfarmen hatten wir vorzubauen. Aber das verschieben wir ein bisschen. Gab es die Geländer schon vorher? Es hat sich einiges verändert. Es ist ein bisschen was hinzugekommen. Werden neue Sachen freigeschaltet. Der Bildschirm hier hat sich verändert. Es gibt jetzt Atmosphäre. Ich gehe davon aus, dass es Luft, die sich da entwickelt. Also, dass wir hier auch bald ohne Probleme atmen können. Wäre ziemlich cool, würde mich freuen. Neue Mitteilung erhalten. Okay, davor wurde ich auch schon gewarnt, dass das passieren kann. Wir gucken gleich mal rein. Ich zeige euch erstmal hier am Bildschirm, was wir alles Neues bekommen. Und zwar haben wir scheinbar auch schon erforscht den Osmiumstab. Den gab es vorher nicht. Hier hat sich nichts verändert. Pulsarquarz und Kernfusionszelle müssen wir immer noch freischalten. Und hier unten haben wir den neuen Erzextraktor T3. Aber im Biolabor oder was es ist, haben wir hier noch neue Sachen. Hier haben wir zum Beispiel die Heizung T5. Bin echt gespannt. Die T4, die war ja schon riesengroß. Dann haben wir eine Rakete zur Insektenverteilung, finde ich sehr geil. Und Bohrer T5, das macht mir Angst. Der Bohrer T4 war auch schon riesig. Wir haben ihn draußen stehen. Ja. Hier gibt es einen Schmetterlingswaffe, die ich finde, die sieht sehr ähnlich aus wie der Osmiumstab von der Farbe her. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir haben ja schon zwei ziemlich geile Schmetterlinge an der Wand hängen, aber das könnte vielleicht auch noch ein Exemplar sein. Hier gibt es einen neuen Baumsamen und noch einen anderen Schmetterling. Hier unten gibt es Mutagen T2, Bienenstock T2 und Schmetterlingsfarm T2. Also wir haben einiges zu tun. Oh, wir müssen was trinken. Aber verdursten werden wir jetzt nicht direkt. Deswegen können wir kurz noch mal eben, ja, schauen. Natürlich kein Wasser dabei. Aber wir haben doch bestimmt hier Wasser drin. Ich nehme jetzt nur zwei Nahrung mit und hier nehmen wir mal zwei Wasser mit und eins trinken wir direkt. So. Mit so einem Pilzchen nehmen und den können wir auch noch verspeisen. Dann sind wir auch noch wieder voll. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was da für eine Nachricht gekommen ist. Von Riley. Ich habe einen tiefen Scan des Planeten durchgeführt und irgendwas stimmt nicht. Ich erhalte seltsame geologische Signaturen und, oh Gott, was ist das für ein Wort? Inkohärente topografische Daten in der Nähe Ihres Standorts. Versuchen Sie, an diesen Ort zu gelangen. 258, 42, 93. Verwenden Sie die untere linke Ecke Ihrer Benutzeroberfläche, um sich zurechtzufinden. Ah, da unten stehen die Koordinaten. Das wusste ich auch noch nicht. Ist das neu? Wusste ich auch noch nicht, dass da unten Koordinaten stehen. Naja, können wir die Koordinaten auch irgendwie hier drüber sehen? Kann ich nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Also auf der Karte sieht es nicht so aus, als wenn sich was verändert hätte. Was ist denn da? So, nee, das ist was anderes. Was ist das Blaue? Was ist das blaue Symbol da? Denn das Blaue da? Zu unserer Rettungskapsel. Nee, das ist anders. Das ist woanders, ne? Haben wir irgendwo einen Pillar aufgestellt? Ich weiß es nicht mehr. Was ist das für ein blaues Symbol? Was liegt denn hier? Hier liegt
Ne, das ist Kobalt. Was ist das für ein blaues Symbol? Wir gucken uns das gleich an. Wir machen jetzt einen ganz, ganz mini, mini kurzen Abstecher. Mini, wirklich klein, ne? Also ganz, ganz mini. Nur mal eben gucken. In die Superlegierungshöhle. Warum laufe ich so langsam? Achso, weil ich nicht fliege, deswegen. Und dann gehen wir ins Pilzbiom. In die Pilzhöhle. So, Superlegierungshöhle. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh, oh, oh. Okay. Hatte was anderes erwartet irgendwie. Können wir hier was öffnen? Nee. Okay, vielleicht, Hallo? Vielleicht kommt das noch, vielleicht erfolgt das noch. Ja, jetzt gerade ist es nicht sehr überraschend gewesen. Es ist schon sehr überraschend gewesen. Ich hätte was anderes erwartet. Wir gehen ins Mondbiom. So, und... Nee, da liegt nichts. Und gehen mal unten in das Pilzbiom rein. Was ist hier? Aluminium. Hm. Bin gespannt, was uns da unten jetzt erwartet. Eisen. Das hat ja auch so geschaut. Ach, das Ding, guck mal, das Gerät ist hier. Und wenn wir unten links auf die Koordinaten gucken, dürfte das auch hier sein, wo wir hin müssen. Also das hing der Pilz da oben schon immer. Da hingen doch keine Pilze an der Decke. Also bin ich mir fast relativ sicher, dass das nicht so war. Ich will noch mal eben hier hin. Ich weiß, ich muss da vorne hin. Ich will aber noch mal hier vorne eben in der Ecke gucken. Weil hier war ja, glaube ich, die Nachricht, die wir gefunden hatten. Oh, hallo? Den nehmen wir mit. Das andere lassen wir drin. Guck mal da. Öffne Wärteraltar. Ach, du Heilige. Ich glaube, wir kommen hier gleich nochmal wieder hin. Ich will jetzt erstmal gucken, was in der Mitte ist. Oder sollen wir einmal rumfliegen? Ich glaube, wir fliegen einmal komplett rum, oder? Vielleicht ist hier noch mehr Wärteraltar. Was ist das? Das sieht irgendwie aus wie eine... Nee, ist nichts, oder? Keine Ahnung. Kann eh nicht hochfliegen, so hoch kann ich nicht fliegen, aber... Hingen da schon immer Pilze? Nein, da hingen doch nicht schon immer Pilze unter der Decke. War hier noch was? Okay. Nein, da hängen schon immer Pilze. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die schon immer da hängen. Hier geht's auch wieder raus, ne? Oder? Da geht's doch zum Wasserfall. Schauen wir mal kurz, ob sich da was verändert hat. Habe ich Luft dabei? Wäre gut. Also hier sieht nicht verändert aus hier. Oh, wenn hier die Atmosphäre sich entwickelt und wir keine Luft mehr brauchen, beziehungsweise wir dann immer Luft haben. Oh, mega, ne, oder? Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich glaube fast, dass hier nichts mehr anderes ist. Kriegen wir keine Warnung mehr? Oder war ich jetzt übervorsichtig? Ja, ich glaube, hier ist sonst nichts. Also hier bei dem anderen Ding scheint nichts zu sein. Ich sehe keinen Höhleneingang, der plötzlich da ist. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier vorne hingucken, was da ist. Die Dinger waren aber vorher nicht da, oder? Oder habe ich die übersehen? Ah, oh, da ist auch so ein Gerät. Was? Minus 464 4097? Oh, guck dir das an, was da ist. Was ist das denn? Öffne. Der Schlüssel der Wächter. Dieses seltsame Gerät scheint verwendet zu werden, um einen Mechanismus zu öffnen. Ich fotografiere mir das mal gerade ab. Ich gehe aber davon aus, dass diese Koordinaten unsere Superlegierungshöhle ist. Aber
Das ist nur Wetter, oder? Das ist jetzt nichts. Die Farbe hier drin wird so anders. Ist das jetzt, weil ich das Ding entfernt habe? Nee, nee, nee. Das ist bestimmt nichts. Das hat bestimmt nichts damit zu tun. Bestimmt nicht, bestimmt nicht, bestimmt nicht. Sollen wir mal da vorne zum Wächter gehen? Ich bin echt gespannt. Ne? Ich will wissen, was da ist. Okay, was trinken. Schönes, pinkes Wasser trinken. Sehr gut. Ja, seid ihr auch so gespannt wie ich? Ich bin total gespannt. Boah, was ist da drin? Öffne. Achso, muss ich den jetzt hier einsetzen und dann öffnet sich das. Wenn ich den wieder rausnehme, ist es wieder zu. Ich hoffe, es gibt jetzt... Hallo, laufe. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht irgendwie Feinde, dass ich jetzt hier eine Waffe brauche, die ich hätte craften müssen, was ich nicht gemacht habe. Oh, was ist denn das? Wie geil sich das auch öffnet, ne? Also so richtig langsam, so... Okay, das hat aufgehört. Wenn ich das Ding jetzt rausnehme... Es ist gesperrt. Ich will mein Teil wieder haben, gib mein Ding wieder her. Gibt's doch nicht. Moment mal. Das sind die Koordinaten hier, oder? Waren das 400? Waren das die Koordinaten hier? Ich guck mal gerade nach. Ich hab gerade eben ein Bild gemacht. 464, 40, 97. Ja, das ist in etwa diese... Das wird wahrscheinlich genau das Ding sein, wo das jetzt hier steht. Also sollten wir das auch hier einfügen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich hoffe echt, dass es jetzt hier nicht irgendwelche Feinde gibt, die mich angreifen können. Kann ich irgendwie schlagen? Boah, mit der Luft wird echt knapp, ne? Boah, ist das geil hier, oder? Sieht so altertümlich. Erinnert ein bisschen an Ägypten. Was ist das? Nachricht lesen. Zuerst waren wir von der Ähnlichkeit verblüfft. Wir waren fast genau gleich. Unsere Wissenschaftler sagten uns, dass dies daran lag, dass unsere Himmelskörper in jeder Hinsicht identisch waren, sodass unsere Evolution, obwohl sie identisch war, in jeder Hinsicht ähnlich war. Das war, als würde man einen Cousin treffen, auf den man nie, von dem man nie wusste, dass man ihn hat. Brüder nannten sie uns sogar, als sie anfingen, auf Trea zu landen. Ein paar Raumschiffe, die zu Dutzenden wurden, und langsam wuchsen unsere Sorgen. Unsere Hauptunterschiede waren tief im Inneren verborgen. Biologisch waren wir identisch, aber unser Geist war unterschiedlich geformt. Aus Schicksal oder von Natur aus, Tatsache ist, als wir es merkten, war es bereits zu spät. Ein Aufseher, ja, unbekannt. Okay. Ah, ja. Dankeschön für die Info. Nach all den Jahren, all dem Leid, haben wir uns entschieden, unsere Heimat zu verlassen. Gehen Sie so weit weg wie möglich, um ein neues Zuhause zu bauen. Weit weg vom Terror, weit weg vom Streit, weit weg von Ihnen. Verborgen zu bleiben und unser Leben zu leben, wie wir es seit Jahrhunderten getan haben. Wir suchten sorgfältig einen Ort aus, an dem wir sicher sein konnten. Wir sammelten die Letzten unserer Art in unserem größten Schiff und brachen in einer schicksalshaften Nacht auf. Sie flüchten mehr vor ihren nie endenden Unersättlichkeiten als vor sich selbst. Ein Aufseher. Ebenfalls ja, unbekannt. Hier gibt es scheinbar zwei Abgänge, habe ich gerade gesehen. Warte mal, was war das? Ne, das war nur eine Säule. Ich hole mal eben... Ach, guck mal, da hinten liegt ein Schlüssel. Das ist geil. Das ist cool. Moment. Ich brauche Taschenportal, habe ich noch dabei. Mist. Wir können hier nicht bauen. Scheinbar können wir hier drin nicht bauen. Ich brauche Luft. Hier können wir bauen. Sehr gut. Home. Wir holen ein bisschen Luft. Ich hoffe, ich habe noch genug Luft. So viel habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich guck mal eben hier in den Gasdingern. Die machen ja auch Luft. Da ist nix. Auch nix. Und da ist einmal Luft.
Sollen wir mal eben leer machen hier, dann können wir es nochmal neu produzieren. Vielleicht haben wir danach ja wieder ein bisschen mehr Luft. So. Haben wir einen Methanschrank? War doch Methan, ne? Ja, Methan. Ich glaube nicht. Wir haben nur volle Schränke mit irgendwas drin. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Warte mal. So, waren es 3? Ich glaube, es waren 3. Ich habe 3 im Kopf. Es waren 3. Ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. Einfach nur zum Loswerden der Sachen. Ich will jetzt wieder zurück. Sortieren oder aufräumen können wir gleich. Oder später. Oder ein andermal. Egal. Oh, guck mal hier. Bei dem Taschenpot stehen auch die Koordinaten dran. Das ist auch cool. Gut, ich lasse es mal hier stehen. Ich hoffe ja, dass wir es so schnell nicht nochmal brauchen. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Ich gehe nach rechts als erstes. An der linken Seite habe ich gesehen, was. Oder. Nein, ich gehe nach links. An der linken Seite habe ich gesehen, da war ein Schlüssel oder so. So ein Ding. Und ich. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mir, dass es das einzige ist. Da unten stehen wieder Koordinaten drauf. 964, 68, 1744. So. Ich rechne ja irgendwie immer wie bei Indiana Jones, dass jetzt hier gleich irgendwas einstürzt. Ne? Also wenn ich das Ding dann wegnehme und keinen Sack mit irgendwelchen Steinen drin da hinlege als Gegengewicht, dann stürzt hier irgendwas ein. Boah, was ist... Da ist ein Raumschiff! Boah, ist das geil! Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, da runterfallen ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, ne? Ich kann hier auch nicht fliegen. Ah, oh, Hauptsache eine gemeine Larve liegt hier. Ich kann hier drinnen nicht fliegen. Oh, was? Kann man sich darüber bauen? Oder soll man das einfach nur sehen? Ich weiß nicht, ob ich da runter kann. Ich will es aber auch eigentlich nicht probieren. Nachher bin ich tot. Nee, nee. Ach, nee, komm. Wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen erstmal. Ich will es jetzt nicht riskieren, da runter zu stürzen. So. Das scheint hier alles gewesen zu sein. Ich sehe jetzt hier keinen weiteren Eingang. Wir sollten hier wahrscheinlich den Schlüssel holen. Wir sollten das tolle Raumschiff da sehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist vielleicht das Raumschiff aus der Geschichte da. Und ich bin jetzt gespannt, wo diese anderen Koordinaten sind. Ich würde sagen, wir gehen auch mal zurück, einfach zum Lufttanken. Das ist ein bisschen günstiger, als wenn wir jetzt die ganze Luft verbrauchen. Wir haben ja nicht so viel. Wir können auch nochmal was trinken und essen. Haben wir genug zu trinken dabei? Warte mal, wir haben noch hier. So. Wollen einfach mal die Taschen ein bisschen was voll mit allem. Würde ich sagen, hier ein bisschen Böhnchen, die machen auch immer gut satt. Aubergine für jetzt. Mal schön satt. Und dann würde ich sagen, was waren das gerade für Koordinaten? Die zweiten waren 964, 68.000. Wir gucken mal eben in die Wir müssen eigentlich das Ding abbauen. Wir gucken mal eben in die Superlegierungshöhle, welche Koordinaten das sind. 956. Ja, das ist hier. Da, der Sockel war doch vorher nicht da. Okay. Das ist hier. Wir sollen hier hin. Ich baue aber eben das Portal ab. Dahin. Ich habe mir im Mondbiom sowieso so ein Ding stehen. Ich wollte gerade sagen, passt es noch? Ja, es passt noch. Alles gut. Alles wunderbar. Ja. Sieht hier entweder nicht gewollt aus oder es sieht aus wie so, als wenn jemand mit Krallen reingerammt hätte. Ich krieg schon wieder Angst.
Bitte keine Kämpfe, bitte keine Kämpfe. Ich habe keine Waffe, ich kann mich nicht verteidigen. Das soll ein friedliches Spiel sein. Ich will keine Kämpfe. Schlägt schon wieder irgendwas ein. So friedlich ist das Spiel vielleicht doch nicht. Das hört sich an wie Superlegierung vom Einschlag her. Ich möchte nicht wieder ein Meteor gegen den Kopf bekommen. Was ist hier? Guck mal, hier ist eine kleine Höhle. Okay, ich glaube, das ist keine beabsichtigte Höhle. Haben wir hier vorher auch schon so schön gemacht? Ja, das ist super, Legierung. Lassen wir jetzt aber tatsächlich mal liegen. Einfach mal liegen lassen. Wir werden getroffen worden. Boah, seid ihr auch so gespannt wie ich auf dieses Tor? Ich gehe davon aus, wir können das Ding jetzt öffnen hier. Okay, oder? Das sind die Koordinaten. Ja, das sind die Koordinaten. Ich speichere mal eben ab. Boah, ist das geil. Dazu explodiert im Hintergrund alles. Explosionen, bam, 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 alles drum und dran. Das ist wunderbar. Oh, ist das Knaller. Für alle Nicht-Abonnenten, in einer Minute kommt Werbung. Also, das war für die Twitch-User. Gerade tatsächlich vergessen, dass ich aufnehme. So, es geht scheinbar noch weiter. Oh. Richtig geil, oder? Richtig, richtig geil. Okay, ja. Hier rieselt noch Sand runter, aber ich denke, das ist einfach nur so die Reste von der toröffnenden Aktion. Und hier sind kleine Obelisken. Wer den Film Mumie gesehen hat, ist, wenn man da durchgeht, dann wird man seiner unsterblichen Seele beraubt und ist ab dem Moment sterblich. Deswegen gehe ich außen rum. Hehehe. Ausgedreht. Ach Mist. Mir hier lang. So. Immer schön außen rum. Die nicht unsere Seele klauen können. So, so. Boah. Cool. Richtig schön, wie das hier in den Fels hineingeht. Und mal immer einen Screenshot machen. So. Und die kleinen Sockel hier. Und natürlich, die gemeine Larve ist auch wieder mit dabei. Oh. Kann ich hier mein Taschenportal hinsetzen? Ja, da war doch gerade grün, oder? War das nicht gerade grün? Nee. Sah nicht so aus. Da ist wieder ein Schlüssel. Und das geht richtig gut hier, ne? Also. Okay, wir holen den Schlüssel, glaube ich. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Wir holen den Schlüssel und dann gucken wir uns das da hinten an. Oh. Da sind keine Koordinaten. Warum sind da keine Koordinaten? Was ist schon da? Sie soll wahrscheinlich verwendet werden, um einen Mechanismus zu öffnen. Okay. Keine Koordinaten hier. Hallo? Hör mal, ich will Koordinaten haben. Ja. Ich da wieder rein tue. So. Was? Aber Stoff. Vielleicht erwartet uns da hinten Koordinaten. Hier. Oder. Kann ich mich ducken? Nee. Kann ich mich ducken? Kann mich nicht ducken. Ich sehe keine Koordinaten. Ist doch nicht, vielleicht soll ich mich hier besser umschauen, dass ich welche sehe, aber ich. Nee, also ich würde sagen, hier sind keine drin. Das war hier nur ein Tunnel, das war kein. Ja, genau, das war nur ein Tunnel. Gehen wir mal hier lang. Ich sollte hier nicht so durchrennen, vielleicht ist hier irgendwo was, aber ich glaube nicht, oder? Ja, das. Ah, guck mal hier, da können wir auch vorbei. Hahaha. Ist das der
goldene Ziegelsteinweg aus Oz. Wenn mir jetzt hier gleich ein Zinnsoldat aus Tinnen und ein Löwe begegnen, dann. Es sieht aber ein bisschen aus wie hier bei WoW, ne? Wie heißt es denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ein Raid im WoW Classic. Mit Cthulhu als Endboss. Oh, ist das geil, oder? Oh, guckt euch das an. Mal eben einen Screenshot machen. Oh. Also die Larven haben echt ja schon alles erobert, ne? Richtig geil. Richtig geil. Guckt euch das an. Boah. Auf sowas habe ich mich echt in dem Spiel gefreut, dass wenn sowas reinkommt, hier, guck mal da, da muss das Ding hin, oder? Ist noch einer. Guck mal. Schützt aber jetzt hier nichts ein, oder? Aber da ist sogar die Tür offen. Wir können sogar in die Dinger reingehen. Ich bin durch die Dinger hier gelaufen, ne? Ah, Mist, hab ich nicht drauf geachtet. Ich bin jetzt nicht nur unsterblich. Ja, das ist super, wir können hier sogar reingehen. Das ist. Oh, das ist so geil. Gut, klar, die Einrichtung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber die liegt wahrscheinlich unter dem Sand, ne? Boah, ich würde echt. Was ich jetzt noch richtig geil fände, wenn man von den Entwicklern einen Staubsauger bekommen würde und hier wirklich staubsaugen könnte oder müsste, dass man hier wirklich. Warte mal, Taschenportal? Ah, geht wieder nicht. Dass man hier wirklich. Oh. Nein. Dass man hier wirklich das quasi wegräumen muss und unter dem Sand noch was finden kann, das wäre auch geil. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber ich würde es feiern. Da ist eine goldene Truhe. Oder ist das wieder so ein Sockel? Oh, oh, das ist interessant, das ist cool, oh, das ist toll. Ja, Sauerstoff. Sauerstoff irgendwie geht schnell. Oh, das ist eine goldene Truhe, das sind goldene Truhen, das sind goldene Truhen. Goldene Statue, ey, guckt euch diese geile goldene Statue an. Das ist einfach hier das Ding. Der Schlüssel des Wächters. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das nehme ich mit. Ach, wieso kommt denn immer dieser blöde Samen rein? Nein! Guck mal. War das nicht immer Doppelklick? Ich meine, das wäre Doppelklick gewesen. Jetzt habe ich einfach einen Klick gemacht. Boah, schön. Da ist einfach noch eine Truhe. Die sieht aber anders aus, ne? Die sieht ganz anders aus. Ach nee, das ist eine Nachricht, das ist keine Truhe. Das ist noch eine Nachricht zum Lesen. Ich trinke mal vorher was, bevor ich hier verdurste. Seit der großen Völkerwanderung sind Generationen vergangen. Aber wir vergessen unsere Geschichten nicht. Und das Wissen wird sorgfältig an unsere Jünglinge weitergegeben. Unsere... Ah, Meester? Meester. Unsere Meester beobachten ihre Entwicklung genau. Wir sehen jetzt, wie primitiv sie waren und doch so mächtig. Ironischerweise führt ihre zerstörerische Natur dazu, dass sie sich immer weiter ausdehnen. Und nach vergrößern sie ihre Reichweite und kommen immer näher. Wir waren uns sicher, dass wir bisher sicher waren, aber jetzt müssen wir einen Weg finden, sie nicht noch einmal zu treffen. Wir werden nicht den gleichen Fehler machen wie beim ersten Mal. Ein Aufseher im Jahr unbekannt. Also sind hier quasi zwei Rassen aufeinander gestoßen, die sich ähnlich waren, eine ähnliche Evolution hinter sich hatten, aber doch sehr stark verschieden waren. Und haben wahrscheinlich um die Vorherrschaft aus diesem Planeten gekämpft. Waren wir da unten schon? Ach Moment, wir sind von da unten gekommen. Ja, wir sind von hier unten gekommen. Ah, habt ihr mich schön verarscht mit eurem Bauteil hier, ne? Oh. Ich erwarte irgendwie, dass ich hier rauskomme und hier stehen ganz viele Pharaonen mit Piken, die mich verhaften. Was laufen sie in unseren Gebäuden rum? In der Höhle regnet's. Okay.
Müssen wir da, kommen wir da irgendwie aufs Dach, auf das Ding? Oder bin ich, ja, hab ich das jetzt übersehen? Ich will jetzt vielleicht schon das andere Gebäude rein. Nee, hier, oder? Da müssen wir ein bisschen springen. So sieht's aus. Kann ich hier bitte mein Taschenportal eröffnen? Es war doch gerade kurz grün. Ich hab's gesehen, es war kurz grün. Müssen wir hier komplett wieder raus, dass ich das hinstellen kann? Das ist Kacke. Wir brauchen es gar nicht. Wenn wir es hier drin nicht nutzen können, dann brauchen wir es. Dann müssen wir es draußen. Ja, wir haben draußen eins stehen. Oh, guckt sich das einer an hier, ey. Ist schön zum Rumlaufen. Komm ich da rein? Nicht so aus, ne? Aber mit dem Regen, das müssen wir fixen hier, ne? Weil da oben ist definitiv eine Decke drauf. Okay, ich kann hier gar nicht hin. Ich kann da nicht hinspringen. Okay, schade. Hätte ich gerne mal erkundet. Oh, richtig cool hier. Also, richtig cool. Nein, hier ist nix. Aber hier regnet es auch durch die Dächer. Obwohl, hier regnet es nicht. Da regnet es nur. Da ist doch noch kein Dach mehr. Ne? Ja. Also, da müssen sie nochmal ran. So, hier. Sagen. Geht's denn hier weiter? Ich glaube, da oben ist noch eine Nachricht. Ja. Und hier ist der... Guck mal eben hier rum, bevor ich die Nachricht lese, weil es scheint da weiterzugehen. Wir müssen also sowieso dahin zurück. Da vorne ist noch so ein Schlüsselding. Das gibt's doch nicht. Wie viel machen die denn hier? Immer. Und da stehen wieder Koordinaten drauf. Sehr, sehr geil. Die sind auch sehr gut zu lesen diesmal. Die sind sehr gut zu lesen. Ich habe nochmal eben ein Bild gemacht, damit ich sie besser lesen kann. Auch im Nachhinein noch. Weil ich sie jetzt schon wieder vergessen habe. Aber hier scheint nirgendwo was reinzugehen. Ja. Die gemeine Larve ist auch wieder da. Sehr gut. Oh. Oh. Wir lesen jetzt auf jeden Fall die Nachricht noch gemeinsam. Das hier sieht ein bisschen aus wie Schieferplatten, oder? So, die Nachricht. Das ist aber auch so ein Sockel, wo was draufstehen könnte, ne? Nachricht. Orbitaldrainage. Abwehrgerät. Beobachtungsprotokoll. Das Gerät funktioniert wie vorgesehen. Und unser Test ist schlüssig. Wenn sich jemals jemand, der sich Menschen nennt, diesem Planeten nähert, wird dies die Energie ihrer Schiffe entziehen und sie an der Kommunikation hindern. Ah! Unsere Annahme ist, dass das Gerät ihre Bemühungen, sich diesem Teil der Unendlichkeit zu nähern, effektiv reduzieren wird. Oh, Sauerstoff, Mist. Letzte. Unsere Annahme ist, dass das Gerät ihre Bemühungen, sich diesem Teil der Unendlichkeit zu nähern, effektiv reduzieren wird, was dazu führt, dass sie sich anderswo ausbreiten, wenn sie dies weiterhin tun. Unsere Berechnungen sind schlüssig, das wird uns mindestens ein paar hundert Jahre Ruhe bescheren. Ein Aufseher, Datum unbekannt. Ja, also jetzt wissen wir zumindest, warum hier auf dem Planeten und so, ne? Also... Da hat die Sentinel Corp diesen Planeten ausgewählt, weil man hier einfach so schlecht wegkommt. Oh, was ist denn das? Immer. Ich muss auf den Schrecken muss ich was essen und was trinken. Oh, was ist denn das Geiles? Das sieht aus wie eine große Lampe. Und die Larve, guck mal, die sitzt da wieder. Ah, ich war vor dir hier. Kann ich damit nichts machen? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich damit was machen kann. So Cortana hochladen oder so. In Halo öffnen. Oh, ich muss raus. Ich ertrage das alles nicht. Nein. Wenn die Luft ausgeht, ist es schlecht.
Könnt ihr nicht fliegen, ne? Nee. Okay, dann, da war ich einen Schritt zu weit gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. So war es ein schneller Weg nach unten. Hier noch irgendwas. Können wir durch das Gebüsch hindurchgehen? Oh. Ja, aber ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Jetzt gucken wir uns da hinten im hinteren Bereich nochmal um. So, hier nämlich. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Und ich glaube, die Folge ist wieder mal viel zu weit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir uns noch ein bisschen weiter um und gucken wir, ob wir die anderen Koordinaten noch finden. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dürft auch gerne kommentieren, was ihr so von dem neuen Update haltet, was ihr schon erkundet habt und was für Geheimnissen ihr auf die Schliche gegangen seid. Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Ich freue mich und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.